herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Fundraisings. Hier ist ein neuer Fundcast und ich freue mich über Dr. Dennis Nitsche, richtig ausgesprochen. Sie sind Leiter Relationship Management am KIT in Karlsruhe und haben hier auf der Fachtagung Fundraising für Hochschulen an der Evangelischen Akademie in Bad Boll einen Vortrag gehalten zum Thema Erbschaften, Vermächtnisse am KIT. Aber generell mal die Einstiegsfrage: Fundraising am KIT in Karlsruhe. Auch eine persönliche Freude, dass ich Sie jetzt interviewen darf. Ich habe lange in Karlsruhe gewohnt. Wie lange gibt es das Fundraising am KIT schon? Wie lange sind Sie mit dabei? Und was machen Sie da überhaupt so alles im Fundraising? Also Fundraising am KIT gibt es bereits seit einer ganzen Reihe von Jahren. Wir haben es aber in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr stark verändert. Wir haben uns dann neu aufgestellt. Wir haben vor allem auch in Bereiche des Fundraising hinein entwickelt, in denen es vorher noch gar nicht war, zum Beispiel in den Alumni-Bereich. Okay. Haben ganz neue Bereiche erschlossen, wie eben auch das Erbschaftsfundraising und ja, insofern doch eine sehr, sehr starke Entwicklung hier und eine sehr große Veränderung in der letzten Zeit. Und können Sie sagen, also wo sind so die Haupteinnahmequellen? Weil viele Hilfsorganisationen oder Tierschutzorganisationen, da ist es immer noch irgendwie das Mailing so, obwohl das Mailing schon lange tot ist und immer noch hochlebt. Aber das ist so ja für die meisten Organisationen eine starke Finanzierungssäule. Wie ist es am KIT? Können Sie da was sagen? Also wir haben auch weiterhin noch sehr, sehr gute Erfahrungen eigentlich mit postalischen Anschreiben. Das ist aber bei weitem nicht mehr alles. Wir haben auch Aktivitäten im Bereich Telefonmarketing, wenn es um Stipendien geht. Da telefonieren zum Beispiel Stipendiaten mit potenziellen Förderern. Okay. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, die sehr, sehr gut auch ankommt, weil es sehr authentisch ist und tatsächlich auch die Stipendiaten einfach auch direkt berichten können aus ihrem Studium. Und aber die machen dann nicht den Ask oder die Spendenbitte? Oder? Die machen nicht sozusagen direkt im klassischen Fundraising-Sinne jetzt so die Bitte um größere Spenden, sondern fragen dann einfach sozusagen in einer allgemeinen Art und Weise, ob sich die Telefonpartner nicht vorstellen könnten, das auch zu unterstützen und verweisen dann eben auf die professionellen Mitarbeiter oder auf Online-Seiten oder auf ein persönliches Gespräch eben mit meinen Mitarbeitern. Ja. Das klappt schon sehr, sehr gut, ist aber ein relativ kleiner Bereich noch, muss man zugeben, im Vergleich zum klassischen Mailing. Und was wir ganz viel haben, sind Veranstaltungen, bei denen wir tatsächlich mit den Personen in verschiedenen Dimensionen zusammensitzen und wo sich dann oft auch persönliche Gespräche anschließen. Das sind eigentlich die wichtigsten, jetzt in der finanziellen Dimension, die wichtigsten Aktivitäten, die wir haben. Okay. Wie viele Leute sind Sie im Fundraising-Team oder das vielleicht noch ganz kurz? Also wir haben eine sehr, sehr große Abteilung. Wir sind insgesamt aber auch zuständig für den Career Service, der sich für die Platzierung von Absolventen als Praktikanten oder als Mitarbeiter bei Unternehmen kümmert. Insgesamt in meiner Abteilung sind wir 18 Mitarbeiter. Das teilt sich etwa hälftig auf diesen Bereich Career Service und hälftig auf den Bereich Förderer, Alumni-Betreuung. So ist es Faustdick. Okay, super. Jetzt haben Sie über Erbschaften geredet und haben mir im Vorgespräch auch schon gesagt, und das ist auch in Ihrem Vortrag deutlich geworden, das ist Neuland für viele Hochschulen in Deutschland, da wirklich in diesen Bereich Erbschaften, Vermächtnisse auch reinzugehen. Was ich gelernt habe, dass die Techniken, die grundlegenden Prinzipien relativ ähnlich, wenn nicht gar gleich sind wie in Entwicklungshilfeorganisationen etc. Wo sehen Sie vielleicht aber auch eine Besonderheit generell bei dem Thema Erbschaften für Hochschulen? Also das sozusagen kritische Element an der ganzen Entwicklung ist, dass das Bewusstsein sich allmählich wandelt, dass es keine Anrüchigkeit mit sich bringt, über das Thema Vermächtnis und Erbschaft überhaupt zu sprechen. Da gibt es in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit so ein bisschen noch eine vorsichtige Haltung, weil es dann natürlich auch schnell in persönliche Bereiche des potenziellen Erbgebers hineingeht. Da sind mit Sicherheit Organisationen im karitativen Bereich oder im Naturschutz deutlich weiter. Nichtsdestotrotz, wir haben eine ganz große Anzahl an Personen, die ein großes Interesse daran haben, Wissenschaft als ein gemeinnütziges Gut, und das sind wir ja, tatsächlich zu unterstützen. Das ist in der Vergangenheit so passiert, dass diese Personen auf uns zugekommen sind. Und das waren natürlich sozusagen nur die Aktiveren. Ja, ja. Was wir jetzt tun, ist, dass wir von unserer Seite aus ein aktives Angebot bereitstellen, um diese Personen eben stärker einzubinden und zunächst mal zu informieren, dass wir als Universität, als Hochschule überhaupt die Möglichkeit haben, mit
Erbschaften, mit Vermächtnissen umzugehen und entsprechend auch das Ganze professionell zu managen oder abzuwickeln. Genau, da haben Sie auch darüber berichtet, Sie machen Informationsveranstaltungen, Anzeigen in der Zeitung, in den badischen neuesten Nachrichten oder wo dann? Richtig, und in der Rheinpfalz, im pfälzischen Bereich. Wir sind da ja grenzüberschreitend. Genau. Okay. Ich würde gerne zwei Punkte mit Ihnen dann nochmal herausheben, weil ich die sehr, sehr spannend fand. Und zwar haben Sie kreiert eine Veranstaltung Galaabend des Präsidenten, so nennt sich die auch. Und was dort passt, also was machen Sie dort auch mit Erblasserinnen, also die noch leben, so müssen wir es ja sagen. Gott sei Dank noch leben, genau, Gott sei Dank noch leben. Das musst du immer dazu sagen. Ja, also, ja. Ist ja nicht. Also wir haben diese Veranstaltung geschaffen, um zunächst mal unseren Freunden und Förderern Dankeschön zu sagen. Mhm. Es gibt selten die Gelegenheit im Hochschulbereich in einer etwas kleineren, vertraulicheren Kreis, auch mit dem Präsidenten, mit hochrangigen Präsidiumsmitgliedern, Professoren, auch einfach das Gespräch zu suchen. Mhm. Dafür haben wir dieses Format geschaffen, das sozusagen ein gemeinsames Abendessen mit mehreren Gängen sozusagen umfasst. Und während sozusagen oder zwischen den Gängen verleihen wir Auszeichnungen des KIT. Das heißt, Ernennung zu Ehrensenatoren, Verleihung der Verdienstnadel für herausragendes Engagement wird da vorgenommen. Und das ist was sozusagen in einem sehr, sehr schönen Rahmen stattfindet. Hat auch entsprechend ja auch eine gewisse Prominenz verdient und eine gewisse Anerkennung muss auch gezeigt werden. Wir zeichnen auch Personen aus, die das KIT mit einem Vermächtnis bedenken wollen, die sozusagen ihr Testament entsprechend gestaltet haben. Denn wir denken, das ist schon eine sehr, sehr oder ein sehr weitgehendes Commitment, ein sehr großes Engagement, wenn man tatsächlich auf so eine Art und Weise, die ja doch nicht alltäglich ist, bereit ist, eine wissenschaftliche Einrichtung zu bedenken. Und da ist es auch sozusagen ein Mindestmaß des Anstands, sich dafür ordentlich zu bedanken. Und da sind viele Leute auch dafür bereit, sich dann öffentlich, es ist ja dann letztendlich öffentlich, dazu, ich sag mal, zu outen. Jawohl, ich habe das KIT in meinem Testament drin. Ja, durchaus. Also wir zeichnen da auch Personen aus, die eben ihr Vermächtnis für oder ein Vermächtnis für das KIT testamentarisch festgeschrieben haben. Und die freuen sich tatsächlich sehr, dass sie sozusagen diese Anerkennung erfahren. Und es ist genau genommen auch für diese Personen nichts anderes, ob sie eine größere Spende zu Lebzeiten machen oder ob sie einfach eine andere Form wählen. Da ist kein großer Unterschied mehr dazwischen. Ich denke, es hat sich sozusagen sehr entkrampft und diese Angst vor dem Erbe, dem Vermächtnis, ist da einer gewissen sachlichen Objektivität gewichen. Ja, sehr schön. Als ein sehr starkes Instrument haben Sie das Thema Namen und Themenfonds angesprochen, was auch von anderen Organisationen schon genutzt wird. Gehen Sie da nochmal ganz kurz drauf ein, bitte, und stellen Sie das nochmal vor. Ja, sehr gern. Wir arbeiten viel mit sogenannten Namensfonds, die innerhalb der KIT-Stiftung angelegt werden. Diese Fonds tragen dann, das sagt ja schon die Bezeichnung, den Namen des Förderers. Der Förderer ist dann auch in sozusagen der Position, einen gewissen Förderzweck festzulegen, der sich natürlich mit den Aufgaben einer Universität decken muss, also Forschung, Lehre, akademisches Leben sind sozusagen die Zwecke, die wir da verfolgen. Und dieser Fonds ist sozusagen ein, man könnte sagen, einfach ein eigenes Konto innerhalb der KIT-Stiftung. Die Erträge dieses Fonds werden separat ausgewiesen und können dann eben für einen Zweck, zum Beispiel für die Vergabe von Stipendien, von Preisen, verwendet werden. Und auch diese Stipendien und Preise tragen dann sozusagen den Namen des Förderers. Das heißt, der Förderer hat hier sozusagen auch die Sicherheit, dass sein Name auf der einen Seite weiter besteht, dass sozusagen da auch bekannt wird, wer sich denn in dieser Art und Weise gemeinnützig engagiert hat. Und das ist eine schöne Sache, sowohl für den Stipendiaten, der so ein Stipendium bekommt, als auch für den Förderer, der natürlich dann auch sich freut, diese Form der Anerkennung zu erfahren. Ja, genau. Sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass auch die Hochschulen jetzt anfangen, Erbschaftsfundraising zu betreiben, einfach darauf hinzuweisen, dass man auch Verantwortung für das Leben danach übernehmen kann, oder? Das ist ja unterm Strich genau das, was im Erbschaftsfundraising passiert. Richtig, genau. Es ist ein gemeinnütziges Gut, die Wissenschaft, und genauso wie andere Zwecke, wie Karitatives, wie Naturschutz, ist es ein Bedürfnis der Menschen, sich zu engagieren über das eigene Leben hinaus. Und da wir einen guten Zweck haben, die gemeinnützige Wissenschaft, ist es, denke ich, auch was wirklich an der Zeit war, dass wir hier aufschließen in dem Bereich. Super. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Alles Gute. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke.